Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier im Marsch. Wir fressen aktuell Grasballen. Und ich muss sehen, dass ich jetzt einen Kopfstoff finde für meinen Transport mit Wasser für die Brauerei. Das sieht nicht so gut aus. Die mähen noch gerade. Das klappt. Ich muss mal suchen, ob ich einen Traktor finde, der mir die Arbeit nicht übernehmen kann. Ne? Denn das sieht schlecht aus. In Anführungszeichen, ne? So, oh, wir mal gucken, was die Kühe sagen. Was sagen die Kühe? Bestimmt trocken hier. Erstmal Wasser. Und geben wir mal Wasser. Dann können wir gleich mal einen Traktor nehmen und füttern. Und Stroh geben. Das wird garantiert auch fertig sein. Das ist mal wichtiger als die Brauerei. Meine Brauerei ist auch wichtig, aber Kühe sind ganz wichtig, dass sie Wasser kriegen. Dann die Beine. Tag, tschüss. Auch einen Nachwuchs gekriegt, bestimmt. Würde ich jetzt gar nicht sehen. Keine Zeit dafür. Ja, mein Getreide wird reif. Alles gut. So, Wasser haben sie erstmal. Das ist wichtig. Und jetzt geben wir hier den Traktor, den ich hatte. Der doch Ballen pressen sollte, aber gut. Füttern wir erstmal, ne? So. Ein Anhänger war bei den Schweinen mit Stroh. Da fahren wir gleich mal hin und holen den nochmal gleich ab und wenn die Stroh gleich mal Schweinefutter müsste da eigentlich noch vorhanden sein. Vom Hänger und grün und klein. Und dann können wir nochmal Schweine gleich versorgen. Die anderen beiden müssen auch noch Meldung kommen, fertig sind, dann können wir gleich den nächsten. Die 23 noch mähen und die 4 und die 25. Jetzt schläft sich das langsam wieder ein bisschen in der Zeit, aber alles zur gleichen Zeit. Alle wollen einmal was haben. Hier ist ein Traktor dran. Ne? Das ist auch nicht schlecht. Und das Problem noch gelöst. Anführungszeichen. Ist auch Schweinefutter drin. Werden wir erstmal putzen, ne? Da ist auch Futter drin. Das ist ja jetzt gar nicht mal so gut. Dann müssen wir das ins Lager kippen müssen. Hänger braucht ihn dafür. Hänger für Futter auch für Kühe und so. Putzen wir. Futtern. Ich meine, hier ist der Abfall ja Futter, ne? Und kein Mist. Sonst könnte ich es hier nicht abkippen. So, hier auch mal gleich. Hier müsst ihr ein bisschen normalen, also Bodentexturen angleichen, ne? So, Mist haben die Tiere auch schon. Ja. Ich glaube, im nächsten Winter müssen wir richtig Mist fahren. Die haben weniger Mist gemacht. Wahrscheinlich brauchen die auch nichts. Mal sehen.
Gut, dann haben wir es drinnen. So, einmal haben sie Wasser, haben sie mal alle gekriegt. Jetzt mache ich gleich mal Futter. So. Kommt da nicht raus. Beziehungsweise, klemme ich hier fest. So. Hier mal gleich mal Traktor nehmen und aufkippen. Hier ist auch ein Traktor. Den Hänger brauchen wir sowieso. Schön sauber und fast heile. So. Ich muss mal hier reingucken, die Meerschweine gekriegt habe. Die muss ich irgendwann installieren. Ne? Also bei den Kühen auch das gleiche. Das wird auch so kommen, dass ich da aber mal wieder mal Kühe umstellen muss. So, das war ein bisschen Futter. Jetzt kommt hier. Ich glaube, hier wollen wir nichts haben. So, bin ich dann sicher. Müsste ich hier mir so ein kleines Lager hinstellen. Na, hier wollen sie nichts haben. Ne? Dann mal prüfen. Ja, wie gesagt, die Endzeit kommt jetzt. Ja, dauert auch ein bisschen. So, erst hat genug Futter. Sauberkeit. Musste sich gleich mal synchronisieren. So, Milchhof. Ja, zur Zeit. Gut, die haben Gras, ne? Das ist nicht ganz so dramatisch. Aller Sauberkeit, das müsste sich bald erledigen. So, Futter haben sie genug. Dann ist alles voll. Ferkel. Oh. Gut. Jetzt fahren wir zum Hof, kippen wir ins Lager rein und dann können wir gleich mal die nächste Aktion beginnen mit Futter in der Kühe. Ganz wichtig. Also die haben nämlich nichts. Also fast nichts. Das hatte ich schon ungefähr geahnt. Noch heute früh habe ich es ein bisschen vergessen. Und die Ernte geht auch bald los. Ne? Jetzt haben wir ja. Ja, ein Tag für mich ist noch. Also, bevor wir nicht reif werden, glaube ich nicht. Und dann wollte ich noch einen Anhänger mit einem Wasser davor schicken. Ne? Das ist auch noch ganz wichtig. Das mache ich auch gleich. Das ist, mal sofort. Die Wasseranhänger schon gefunden. Dann kann ich den Traktor auch nehmen. Das ist ja egal, die gleiche Marke. Ich stelle mich vorne rechts ab. Die anderen Traktor rum und schreibt her. Und dann schicken wir den zur Brauerei Wasserfahren. Ne? Nur einstellen und abschicken, hochschicken. Ist angehängt. Boom. So. Alt Null. So. Geladen mit Wasser, ne? Und entladen Wasser. Boah, und das die Motor nehmen wir mal. Natürlich Wasser. Dann fahren wir auf die Straße und dann lassen wir durchdüsen. Ne? Kann er seine Arbeit machen. Ich hole indessen den anderen Traktor.
von den Schweinen. Und der kommt durch den dann. Der ist ja noch drin, den brauche ich ja da vor Ort. Ich vergesse bis dahin. So, jetzt geht's. Kühe versorgen. Der Hannes. Muss ich auch wieder eingreifen? Weil der kann nicht weitermachen, weil er nicht weg ist, ne? Überstellen für. Ja. Dann wird der auch gleich kommen hier. Ne, genau. Da werde ich dann gleich die Ballen treffen mit den beiden fahren. Weil die schon mal kurz so programmiert sind, ne? Dann brauche ich ja nur. Die Geräte austauschen. Muss ich überlegen, ob ich jetzt einen Hochfahrer und dann gleich den Ballen treffen hole. Aber erst wollte ich ja Ding machen, ne? Futter für die Kühe. Jetzt haben wir ein Problem. Das lässt sich nicht so lange Bank schieben, ne? Also Futter ist ja Futter und Wasser. Also Wasser ist besonders wichtig für die Tiere. Und genauso Futter und so. Da sollte man nicht so lange Durst und Hunger lassen. Und ja. Die Tiere halt krank, ne? Oh, der Milch fangen fertig auf. Da kann ich ja morgen wieder. Ja, ich sag mal jetzt morgen die Aufnahme für Thüringen wieder Milch fahren, ne? Ich muss hier nur ein bisschen Geld verdienen, sonst können wir keine Milch kaufen. Milch war doch ein schon teurer Spaß. Hoff mal, die Butter bringt das wieder ein. Ich glaube eher nicht, aber gut. Muss ich sehen. Dann kann ich auch die Milch theoretisch in Thüringen auch verkaufen. Ja. Futterhersteller zum Beispiel, ne? Der macht halt ganz gut. Hier wollte ich mal schauen wegen Mischfutter. Aber da muss ich erst auskaufen. So. Wenn wir hier mal gleich Mischfutter rausnehmen, dann kann er wieder verarbeiten. Diese Rasenballen. Ist so warm. Luftration, ein bisschen Lüfter anmachen hier. Halt noch die Sonne voll rein. Naja, und nicht direkt ins Gesicht, aber dass wir jetzt nicht aufstehen und zumachen. Ja, sonst muss ich wieder Lust darauf annehmen. Ja, die Anhänger sind ein bisschen zu groß. Oh, Milchfahrer, oh, Milch da. Wasserfahrer, Blocking gerade. Warum ist Blocking? Das ist auch Blocking. Wir müssen eine Kontrolle machen. Jetzt sehe ich nichts. Seht ihr was? Ja, da ist nichts mehr da, glaube ich. Werde ich wohl früher oder später noch die automatische Fütterung hier kaufen. Aber gut. Muss hier auch bestückt werden, ne? So. Leider mal vor der nächsten Stall. Und dann gucken wir einen Blocking mal. Ob unsere Arbeitskollegen machen hier. Ups.
Ende. Kann er wieder herstellen. In der Zeit können wir mal kurz gucken. Können wir nicht gucken, ey. Der ist fertig. Lassen. Den lassen. Dann, wo steht der andere? Den habe ich geschickt zur Brauerei. Die Brauerei ist hier oben. Bäcker. Oh, der Hopfen wächst. Wie schön. Der steht hier. Wieso stehst du jetzt hier? Da kein Geld da ist. das könnte jetzt natürlich sein, ne? Dann muss ich kurz zur Bank. Muss ich kurz überlegen. Ja, das ist so einfach, ne? Na gut, dann müssen wir trotzdem dringend Geld verdienen. Und lieber. Ey, du, der. Anhalten. Dann muss man den Punkt erreichen hier. Entlandwassen muss er auch mal kommen, ne? Ja, ist doch voll. Oh, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Fehlt noch die Zeit. Na, tschüss. Ciao, ciao. Ja, schönen Dank fürs Einschauen. Würde mich freuen über einen kleinen Abo und einen Like. Und auch mal reinschauen. Das würde mich besonders. Würde mich freuen. Und danke darauf. Und danke auch dafür. Dafür. Und noch tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Bis morgen. Oder heute Nachmittag. Wenn ihr Lust und Bauern habt. Zu Thüringen. Tschüss.